Ja, liebe Tennisballfreunde, in Paris mit Philipp Kohlschreiber. Philipp, wir sehen dich hier gerade in der Küche. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir machen uns Frühstück. Das heißt, das Frühstück im Hotel ist jetzt nicht so ganz nötig. Deswegen haben wir uns Eier gekauft, Obst gekauft und haben jetzt ein kleines Team-Dinner vor. Team-Dinner morgen. Super. Erzähl mal ein bisschen, du hast Düsseldorf jetzt gerade gewonnen. Wie fühlt man sich also? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dann direkt nach Paris reist mit dem Turniersieg oder mit einem Einzelturniersieg. Wie fühlt sich das an? Wird man darauf angesprochen? Oder? Ja, es gibt schon viele Leute, die einen gratulieren. Es kommt ja auch nicht so oft vor, habe ich auch in der Pressekonferenz gesagt, dass so ein Sieg für einen Tennisspieler, glaube ich, das Allerhöchste ist in so einer Woche. Und vielleicht ist es ein bisschen schade, dass man es nicht besser zelebrieren konnte danach, weil es ja 2 Stunden danach sitzt man im Auto nach dem Weg auf Paris und muss sich eigentlich schon wieder aufs Nächste konzentrieren. Du spielst in Deutschland traditionell gern und gut, hast da auch die meisten der Turniersiege eigentlich geholt. Gibt das nochmal so das letzte bisschen an Kick, wenn man vor dem ausverkauften Center Court vielleicht auch spielt? Oder wie ist das als Spieler? Ja, die Stimmung und die Unterstützung ist natürlich toll. War auch jetzt da im Finale so, dass die Leute mich richtig angepeitscht haben. Besonders im Tiebreak im zweiten, wo es nochmal richtig eng und vielleicht zittrig wurde, die Partie. Mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, vor heimischem Publikum zu spielen. Und bin natürlich froh, dass ich da jetzt schon öfters wirklich gute Leistung gezeigt hat und hoffe natürlich, dass ich das noch ein paar Mal zeigen kann. Wie gesagt, so ein Turniersieg ist sehr selten und was ganz Besonderes. Kleiner Aussicht noch auf Paris. Wie machst du das? Du bist jetzt hier angekommen. Wie sehen so die ersten Tage aus? Und wann geht es dann los für dich? Ja, ich werde am Dienstag ins Turnier starten, was eigentlich für mich jetzt momentan perfekt ist, wenn man am Samstag noch das Finale gespielt hat. Ja, habe gestern ein lockeres Schlagtraining gemacht, werde heute mit David Ferrer nochmal trainieren und schauen, dass ich so gut wie möglich natürlich vorbereitet bin. Es ist minimal anders vielleicht, der Sand oder die Plätze sind ein bisschen härter, aber wir spielen die gleichen Bälle. Gibt eigentlich jetzt nicht viel rum zu meckern, es ist natürlich viel los im Gegensatz zu Düsseldorf. Am Ende von Düsseldorf sind nur noch 2-3 Spieler da und hier ja volles Haus, aber man versucht natürlich seine Zeit so gut wie möglich auf der Anlage zu nutzen, sich auch nicht zu viel da aufzuhalten vor dem ganzen Stress und werde mich dann heute Abend nochmal gut behandeln lassen, regenerativ, und dann am Dienstag hoffentlich ein gutes Match spielen. Letzte Frage, wer spült? Wer spült? Der Manager.